Konterchance für die Heimmannschaft. Taumens, sehr schön aufgelegt und Ausgleich. Maletic mit dem Assist und der Holländer Gaston Taumens mit dem Ausgleich für Rapid in der 52. Minute. Nach dem abgewehrten Eckball ein perfekt vorgetragener Konter. Schönste Rapid-Aktion belohnt mit dem eigentlich verdienten Ausgleich. Sehr schön hat das Maletic gemacht, in den Lauf von Taumend gespielt. Und der Holländer erzielt sein erstes Bundesligator seit dem 2. November des Vorjahres. Damals bei der Derby-Niederlage gegen die Austria. Ja, und die Beweglichkeit, die Schnelligkeit und auch die Übersicht von Maletic haben dieses Tor letztlich eingeleitet. Der Abschluss war relativ einfach, obwohl das natürlich auch alles relativ ist. Im Moment mit einem Mann mehr und wenn keiner mehr ausgeschlossen wird für die letzten 35 Minuten. Und wieder Freistoß für die Grün-Weißen. Freistoß Wallner, flach geschossen und ich glaube, der Ball war abgefälscht, aber egal, in jedem Fall führt Rapid mit 2:1. Schlag auf Schlag, nur 5 Minuten nach dem Ausgleich und nur 2 Minuten nach dem Ausschluss von Vastic hat Rapid die Wende vollendet. Der beste Torschütze von Rapid in der letzten Saison mit 11 Bundesliga-Treffern. Mit seinem ersten Saisontor. Und ja, tatsächlich, der Freistoß abgefälscht. Er fragt sich nur, ob man jetzt den Rapidmann in der Mauer als Torschützen angeben müsste, der nämlich den Ball wohl als letzter berührt hat. Vorne Nummer 5 für Rapid, Wallner. Und Eigentor! Das 3:1 für Rapid, eingeleitet durch Hiedens weite Flanke und dann das Eigentor von Libero Neukirchner. Unhaltbar für Torhüter Sidorczuk. Jetzt läuft wirklich alles gegen Sturm. Da war weit und breit kein Rapidler in der Nähe. Neukirchner kommt vor Sidorczuk an den Ball. Das war das Pech für Sturm. Da war keiner mehr im Tor. Wirklich ein Kuriosum. Und inzwischen der letzte Wechsel, den Sturm noch ausführen konnte. Strafner für Wettel. Dann Radajczyk, einer aus der Dreierabwehrreihe der Hütteldorfer, taumelt. Und es gibt Eckball. Eckball für Rapid nach 16 Minuten. Das ist Zahler, einer der stärksten Mittelfeldspieler heute der Hütteldorfer. Oliver Freund und Tor, Ausgleich, 16. Minute, das 1:1. Torschütze Oliver Freund mit der Nummer 3. Nach dem Eckball. Also doch etwas überraschend dem Spielverlauf nach. Orange geschlagen.
etwa 600-700 Hütteldorfer Fans mit nach Riedl kommen, freuen sich natürlich, stehen im Regen, aber sie freuen sich über diesen Ausgleichstreffer von Oliver Freund. Die bürt da die gesamte Riedl dran und dann kommt er endlich, Mohamed Akgündüz. Mit dem Transfer nach Kaiserslautern ist es nichts geworden vor einigen Wochen und er spielt jetzt für Lauers. Einwurf Sahler. Gute Phase jetzt der Hütteldorfer, die doch ziemlich drängen. Maledic kurz abtropfen lassen, Sahler Tor! 2:2, 59. Minute, Jürgen Sahler krönt seine Leistung mit diesem Treffer. Milan Orange geschlagen, Ausgleich 2:2 im Rieder Stadion. Freude natürlich bei den Hütteldorfer Fans. Der Regen hat nachgelassen, nach einem Fehler von Feichtinger mit dabei. Und fast mit dem Spitz hat Jürgen Sahler dieses 2:2 erzielt. Noch einmal diese Aktion, aber von Maledic sehr geschickt gemacht. Und das ist auf alle Fälle der Ausgleich wieder. Rapid glänzt zwar nicht spielerisch, aber man merkt den Willen, die Niederlage gegen Kärnten vergessen zu machen. Hieden, endlich einmal ein Pass in die Tiefe. Briech schneller als Geiger, Goliwinde zögert. 1:0 für Rapid. Torschütze Mario Briech. Ein grün-weißer Bilderbucheinstand beim ersten Heimspiel für den 27-jährigen Kroaten. Nach 30 Minuten führt der Rekordmeister mit 1:0. Geiger zu langsam, Winde kommt zu spät aus dem Tor. Und wieder das gleiche Spiel, symptomatisch diese Szene. Taumend, umzingelt von einigen Bregenz-Spielern. Versucht's mit einem Dribbling, findet keine Anspielstation. Und wieder einmal Ecke für Rapid. Wieder Sahler. Winde greift er daneben und Wallner ist zur Stelle. 35. Minute. Wieder die Führung für Rapid und Torschütze. Eigentlich nicht so überraschend, Bregenz-Spezialist Roman Wallner. Bereits sein 4. Treffer gegen die Vorarlberger. Aber der heutige unter kräftiger Mithilfe von Lars Winde, dem dänischen Schlussmann im Dress der Vorarlberger. Viertelstunde, die letzten 15 Minuten. Kugler, Fehlpass, da sprintet Radajcik dazwischen. Der Libero schaltet sich jetzt in die Offensive ein. Wird anscheinend zu viel. Guter Pass auf Wallner. 3:1 für den Rapid, ein Traumtor. Und das ist auch der Endstand. Rapid gewinnt mit 3:1. Und Bregenz-Spezialist Roman Wallner ist es mit seinem Doppelpack zu verdanken, dass Trainer und Fans zumindest ergebnismäßig zufrieden sein können. Für die Salzburger. Sekunden jetzt vor dem Pausenpfiff noch ein Konter der Rapidler. Taumend. Julio Cesar zu Aso. Fehler. Hieden 1:0 in der 44. Minute. Der Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt. Die Salzburger in der Daueroffensive bereiten Rapid ein Ballgeschenk und Markus Hieden bedankt sich mit der 1:0-Führung für die Gäste aus Wien. Die Hütteldorfer Fans aus dem Häuschen bei den Salzburger Anhängern geht der Rauch auf. Von Wagner. Lässt den Ball da weiterlaufen und die Riesenmöglichkeit und der Ausgleich. Roman Wallner zum 1:1. Alles blickt zum Schiedsrichterassistenten. Die grün-weißen Fans, sie jubeln. Gerade mal eine Minute gespielt nach Seitenwechsel.
Und Roman Wallner besorgt hier den Ausgleich. Vielleicht eine Initialzündung, die Rapid in diesem Derby benötigt hat. Aber wir schauen genau hin. War der Ball vielleicht schon über der Tor-Out-Linie von dieser Position aus? Hat alles korrekt ausgesehen und dann in der Verwirrung Wallner völlig frei. Und auch da sieht es gut aus. Alles korrekt. Taumend auf Wallner, 1:1, 46. Spielminute. Für ihn ist es heute schon das 262. Meisterschaftsspiel als Trainer von Sturm in seinem 8. Jahr als Sturmtrainer. Und sollte Sturm heute gewinnen, wäre schon der 144. Sieg. Bei 61 Unentschieden und 57 Niederlagen. Der Schuss ist gut und Stangenschuss. Und da ist der Ausgleich. Der Ausgleich für Rapid. 1:1. Aus dem Nichts heraus. Da hat die ganze Mannschaft von Sturm jetzt in der Abwehr geschlafen. Ivancic. Unglaublich eigentlich. Der 17-Jährige erzielt praktisch aus dem Nichts hier den Ausgleich. Hier zunächst einmal ein Schuss von Sala, leicht abgefälscht, da springt der Ball von der Stange zurück und dann schläft die ganze Abwehr von Sturm und Ivancic bringt den Ball ins leere Tor. Sidorczuk geschlagen und Ivancic ins lange Eck, da war niemand mehr da. Und Sala hat sich ein Herz genommen und Ivancic nützt den Abpraller. So, und damit ist Rapid wieder im Spiel. Neukirchner. Taumend. Zinkler. Wallner. Abgelenkt, Zinkler. Und Tor. 1:0 für Rapid. Ja, Klasner hat den Ball noch abgefälscht. Und erstes Heimtor für Rapid seit dem 28. Juli. Und hier die Vorarbeit. Glasner fischt den Ball noch unglücklich ab aus seiner Sicht für Zinkler. Und das bedeutet die Führung für Rapid im Hanapi-Stadion. Tore von Zinkler und Wallner in der 85. und 86. Minute besiegeln den Endstand. Rapid besiegt Ried mit 2:0. Letzt besonders gut dürfte Roman Wallner zugehört haben, denn er fixiert nur 83 Sekunden nach dem Führungstreffer endgültig Lodders ersten Sieg in Österreich. Ein wichtiger Sieg, genau 4 Tage vor dem Europacup-Rückspiel gegen Partizan Belgrad. Und dann gibt's die Möglichkeit und da ist der Anschlusstreffer 1:2. Noch einmal diese Situation, lange Flanke, die unterläuft Winde schon. Dann mit der 13 der Torschütze Ante Jasic, aber eigentlich war es wohl eher ein Eigentor von Lars Winde. Hier schlägt er sich den Ball ins eigene Tor. Anschlusstreffer 1:2, aber Lothar Matthäus weiß, das ist zu spät in der 89. Minute. Und das war das Datum seiner letzten Bundesliga-Partie für Rapid. Wir sind schon in den letzten 10 Minuten, Sie haben gesehen, keine einzige ernsthafte Chance konnten wir Ihnen aus der zweiten Hälfte bieten. Aber jetzt, Roman Wallner, herrlich gemacht und das 1:0 in der 82. Minute. Applaus vom Tribünengast Lothar Matthäus. Im 50. Bundesligaspiel erzielt Roman Wallner schon seinen 18. Treffer für Rapid. Seine 6. in dieser Saison. Einwurf von Lagonikakis, da setzt sich Wallner gegen mehrere Salzburg-Spieler durch und macht das überlegt ins lange Eck. Wirklich ein sehenswertes Tor, das für viele Leerläufe in dieser Partie entschädigt.
und auch haben. Platon, Meyerleb kommt nicht mehr zurück. Austria lässt sich von Rapita jetzt hineindrängen. Sopocic. Wallner, schwerer Fehler, Möglichkeit und Tor. Ja, aber das hat sich angekündigt. Das war offensichtlich nur eine Frage der Zeit. 1:0 durch Wallner. Und unverständlich der Rückfall der Wiener Austria gegenüber der ersten Hälfte. Fehler war es von Ivan, der Rapid und Wallner das 1:0 ermöglicht hat. Schauen wir uns das an. Ja, da setzt er nicht nach im Zweikampf. Und Roman Wallner lässt Thomas Mandl keine Chance. Hier der Zweikampf. Und Jasic kommt da mit der Fußspitze zum Ball. Wallner, schaut auf. Das macht er ganz im Stil eines wirklich routinierten Spielers, trotz seiner erst 19 Jahre. Wir haben es in der Wiederholung gesehen. Er schaut kurz auf, macht es überlegt. Roman Wallner bringt Rapid mit 1:0 in Führung. Wie wird die Austria auf den Rückstand jetzt reagieren? Aber Rapid reagiert. Der Druck in Richtung Bregenzer Tor wird stärker. Nur zwei Minuten später, 22. Minute, Foul an Wallner. Der Gefaulte selbst dreht an. Ja, und da schmuggelt sich der Ball ins Tor. Zwei Minuten nach der Bregenzer Führung. Der Ausgleich, 1:1, Torschütze. Wer sonst? Roman Wallner, der einzige Spieler von Rapid, der in dieser Saison mehr als ein Tor geschossen hat. Mit diesem hier sind es genau 8. Hat sich überraschen lassen. Lars Winde im Bregenzer Tor. Irgendwie etwa eine halbe Stunde ist gespielt. Taumann, der kämpft sich hier den Ball. Immer noch Taumann. Und da wird Wagner niedergerissen von Melem. Schiedsrichter Brucker entscheidet sofort und ohne Zögern auf Elfmeter für Rapid. In der 32. Spielminute. Hier sehen wir es sehr gut. Melem hält Wagner zurück. Klare Entscheidung. Elfmeter, Chance zum Ausgleich. Wer schießt? Natürlich Roman Wallner. Und natürlich ist der Ball drinnen. Roman Wallner, seine Spezialität. Tore en masse gegen Bregenz. Sein erstes Bundesliga-Tor hat er gegen Bregenz geschossen und in jedem weiteren Spiel zumindest einmal getroffen. Heute sind es schon 2 Treffer, 2:2.